Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Runde Wer bin ich? Und mit dabei ist ja quasi ein ganz neuer Gast auf meinem Kanal, und zwar Gamer Brothers. Simon ist heute dabei, stell dich mal kurz vor. Jo, was geht, Leute? Simon hier von Gamer Brothers, wie du schon so schön gesagt hast, heute auch am Start. Und ja, wir spielen heute mal eine gediegene Runde Wer bin ich? Genau, das ist auf jeden Fall das erste Video. Checkt natürlich gerne mal seinen Kanal ab. Da gibt es natürlich dann auch die Revanche, die Rückrunde. Und ja, ich würde sagen, wir haben beide ein Spieler ausgesucht. Wir legen sofort los. Ich denke mal, jeder von euch sollte Wer bin ich kennen. Und ja, komm, du bist der Gast. Das heißt, du kannst anfangen mit den ersten Fragen. Okay, ich weiß nicht, ob du es gerade schon gesagt hattest. Wir haben natürlich jetzt, oder was heißt natürlich, wir haben jetzt Spieler genommen, die bis jetzt schon in Form hatten. Genau, das hast du gesagt, ich weiß gar nicht. Nee, das hatte ich nicht erwähnt. Wir haben nur Special-Karten genommen. Also es können nur irgendwie Informs, Hero-Karten und so weiter. Ihr wisst schon, was gemeint ist, sein. Und ja, dann können wir jetzt loslegen. Gut, dann fange ich mal an. Schwierig. Hat mein Spieler ein Rating über 80? Ja. Über 85? Nein. Ah, bitte. Das wäre auch, glaube ich, zu easy gewesen. Okay, ja, ich frage erstmal, ist dein Spieler in Inform? Ja. Okay, dann okay, jetzt in Hero genommen, dann wäre es natürlich auch wahrscheinlich zu leicht gewesen. Okay, hat dein Inform, hat dein Spieler ein Rating von über 82? Ja. Okay, über 83? Ah. Über 84? Nein. Okay, du bist dran. Okay, hat mein Spieler ein Rating über 82? Ja. Über 84? Nein. Okay. Das sind Fragen, Alter. Aber wenn wir jetzt den gleichen haben, das wäre extrem lustig. Ja, das wäre natürlich geil, aber das hatte ich noch nie bei Wer bin ich. Egal, ich gehe jetzt mal auf, weil so kommen wir da eh nicht ans Ziel. Ich gucke jetzt einfach mal, spielt der Spieler in den drei Top-Ligen? Bundesliga, also Bundesliga, Premier League oder Serie A, sage ich jetzt mal. Serie A? Okay. Ja, sage ich jetzt einfach mal die drei Ligen. Jetzt nicht, dass die anderen Ligen schlechter sind oder so, aber ich sage jetzt einfach mal die drei. Ja, doch, spielt er. Nee, spielt er nicht drin. Spielt nicht? Er nicht drin. Okay. Nicht. Spielt meiner in der BBVA, Bundesliga oder Barclays Premier League? Ja. Hat er über 83? Ja. Okay. Also dann 83er Rating. Ist er aus der Bundesliga? Nein. Ah, bitte. Okay, ich habe Liga BBVA ja voll vergessen. Das heißt, ich frage jetzt einfach mal, spielt er in der Liga BBVA oder in der Liga? Das war auch ein leichtes Eigentor gerade von mir. Ich so vorher war so, sind ja. Ja. Ja, BBVA. BBVA, okay. Ja, ich weiß echt nicht. Da gibt es natürlich auch, glaube ich, schon ein paar mehr, ne? Ich frage mal, spielt er, ist es ein offensiver Spieler, also Mittelfeld oder Stürmer? Nicht? Ah, okay, dann könnte ich es jetzt vielleicht wissen, dann weiß ich vielleicht. Aber ich weiß nicht, was der für ein Rating hat. Naja, egal, mach du mal. Okay, mein Spieler war nicht aus der Bundesliga. Ist mein Spieler aus der Barclays Premier League? Ja. Ist mein Spieler ein Stürmer? Ja. Oh Gott, jetzt muss ich nachdenken. Jetzt könnte es brenzlig werden. Barclays Premier League Stürmer, wir hatten da schon in Form. Oh. Gott, ich echt nicht. Eigentlich, wenn du gleich auf den kommst, dann denkst du dir auch so, oh mein Gott, ey, den müsstest du eigentlich direkt gehabt haben. Aber okay, mach jetzt mal weiter. Ich überlege gerade, wer aus der Barclays Premier League als Stürmer schon Inform hatte. Ich weiß nicht, ob es da mehrere schon gibt, ich habe keine Ahnung. Also Diego Costa nicht, Chelsea kackt ab, glaube ich. Also Tusi, ich glaube. Ja, nach Costa dem Tabellenplatz könnte der eigentlich keinen Inform haben. Warte, haben wir noch Menu. Aber Martial hat irgendwie nur 80 oder 79, ne? Ja. Das kann sein. Ach Gott! Ja, sonst mal noch ein paar Fragen, weil ist natürlich vielleicht zu schwierig dann direkt. Ah, okay. Ist die Mannschaft, wo der spielt, momentan in der oberen Tabellenhälfte, also unter den ersten 10? Ja, auf jeden Fall. In den ersten 5? Boah, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber. Ich meine. Oder warte, dann frage ich einfach anders. Also ist mein Spieler entweder von Man U, Arsenal, Chelsea oder Man City? Nein. Nicht? Nicht, ne. Oh Gott. Wie gibt's da noch Scheiße? Ich glaube, du hast so eine Mannschaft, die lässt du so ganz außen vor, glaube ich. Die hast du so gar nicht im Blick momentan. Deswegen Scheiße. Kommst du da auch nicht drauf. Wenn du die Mannschaft hast, dann hättest du den wahrscheinlich direkt. Na egal, ich bin ja dran, ne? Jo. Okay, ich glaube, ich habe ihn eigentlich, aber
Ich weiß nicht, ob der so ein hohes Rating hat. Ist der Innenverteidiger? Ja. Ja, dann ist Laporte. Oder ja, Laporte. Richtig, scheiße. Ja, ich wusste nicht, dass er so ein hohes Rating hat. Hat der ein 83er oder 84er Rating? Ah, warte, ich guck mal eben. Ja, 84. Ich hätte gedacht, der hat irgendwie so 81 oder so, weil der Typ ist ja... Ja, hatte der letztes FIFA irgendwie. Der hatte vorletztes irgendwie Silber und dann jetzt FIFA 15 Gold bekommen. Übelst krass, der Typ. Naja, scheint bei dem zu laufen, ey. Ja, ich hatte den nämlich auch noch eben. Ich war echt auch im Überlegen, den zu nehmen. Ja, aber dann habe ich mich noch anders entschieden. Okay, mach du mal weiter. Okay, warte. Welche Mannschaft gibt's denn noch? Also, ich hatte Arsenal weg, Chelsea weg, City weg. Ja. Manny hatte ich auch weg. Dann gibt's noch Southampton... Ja. Everton oder Liverpool, die noch gut sind. Ja, der spielt auf jeden Fall bei einem der drei Teams. Das kannst du natürlich... Ach! Gucken. Ja. Ja, Sturridge. Ja. Sturridge, sicher. Sturridge. Also ich sag ja, wenn du hast die ganze Zeit irgendwo nicht Liverpool... Ja, ja, ich habe irgendwie gar nicht an Liverpool gedacht. Ja, Mann, wenn du Liverpool im Blick gehabt hättest, hättest du den sofort gehabt. Weil der Typ hat jedes Jahr immer einen Inform in FIFA. Ja, das stimmt. Das war eigentlich auch so klar. Aber ich dachte, komm, ich nehme den mal. Wenn du nicht auf Liverpool kommst, dann wird das... Ja, das war gar nicht schlecht. Also ich wäre wirklich jetzt lange für Liverpool gebraucht. Ja, Mann. Aber ich wusste jetzt auch nicht, ob die gut dastehen gerade, aber... Ich glaube, die sind Siebter oder Achter. Ich gucke jetzt Bug des Premier League aber auch nicht so krass. Ja, aber das ist so ein klassischer FIFA-Inform, halt, den es eigentlich jedes Jahr gibt. Da dachte ich so, okay, vielleicht kommst du da direkt drauf, aber war ja doch nicht so ganz so leicht. Ne? Naja, egal. Ja. Ich bin mal gespannt, wie die Rückrunde ausgeht. Die gibt es ja dann bei dir. Check das auf jeden Fall gerne aus. Ich danke dir auf jeden Fall für das Video. War auf jeden Fall eine richtig geile Runde. Und ja, hat Bock gemacht. Gerne wieder. Genau, dann sehen wir uns im nächsten Video. Lass alle gerne ein Like und ein Abo da. Macht's gut, wir sehen uns und ciao. Tschüssi.